Müller, bring die Kopfschmerztabletten. Ach, David, ich kann das nicht mehr. Warum denn jetzt nicht? David, ich will ein Kind von dir! Ah, Musik. Solche Videos habe ich früher immer sehr, sehr gerne gemacht, immer am Ende des Jahres. Aber mittlerweile sitze ich eher vor der Kamera oder stehe vor der Kamera und bin gar nicht mehr so viel am Herumspringen. Es haben sich viele Dinge geändert in diesen 10 Jahren und genauso lange gibt es diesen Kanal jetzt. Im September 2013 bin ich das für mich sehr große Wagnis eingegangen, mich selbstständig zu machen. Vorher habe ich viele, viele andere Dinge gemacht und genau davon möchte ich heute ein bisschen erzählen. Das hier soll ein Real Talk Video werden, wo ich mal meine gesamte Karriere durchgehe. Und zwar nicht nur diese 10 Jahre, sondern YouTube mache ich eigentlich sogar viel länger schon. Und zwar seit 2007. Ja, der Anfang ist so ein bisschen schwierig zu finden, weil ich ganz, ganz lange Zeit jetzt schon mich mit Filmen und eigentlich auch mit Journalismus beschäftige. Ich habe als ganz, ganz kleiner Junge habe ich für meine Mutter selber Magazine gebastelt. Ich war damals jemand, der zum Beispiel das Sega-Magazin gelesen hat. Und ich habe meiner Mama dann die einfach selbst gebastelt. Hier dazwischen auch. Ja, die Bravo, zu der kommen wir später noch. Das muss so ungefähr gewesen sein, da war ich glaube ich 11 oder so, habe ich diese Sachen gebastelt und für mich war das damals das erste Mal eine Möglichkeit, mich auszudrücken. Weil mal die ersten Vorbilder, die ich hatte, das waren tatsächlich Journalisten, die Leute, die in diesen Heften geschrieben haben, Kritiken. Ich habe mir dann versucht abzugucken, wie machen die das, wie schreiben die, wie analysieren die solche Dinge. Und irgendwie haben sich so über die Jahre so meine Fähigkeiten gefertigt. Ich habe dann später, warte mal, jetzt habe ich auch das Ding hier, ist ein alter Ordner, den ich habe. Ich habe dann später nämlich aus der TV-Movie die Tagestipps ausgeschnitten und dann mein eigenes Wertungssystem daran geklatscht und kleine Kritiken geschrieben. Und ich hatte einen eigenen Blog, der, ja, da hat niemand mitgelesen. Die Kritiken habe ich quasi für mich selbst geschrieben, aber das war mir egal, weil ich fand es total spannend zu üben. In dem Studium, das mir überhaupt keinen Spaß gemacht hatte. Ich habe nämlich Medieninformatik studiert und habe gemerkt, das ist ja richtig scheiße, das ist ja richtig blöd und wollte da unbedingt raus und bin dann quer eingestiegen und wurde bei meinem ersten Arbeitgeber angenommen, nämlich Gamona. Gamona war eine Webseite, die haben eigentlich über Spiele berichtet und als ich da hingekommen bin, als erstmal unbezahlter Praktikant, habe ich News geschrubbt. Ja, das waren meine ersten Aufgaben und habe aber relativ schnell versucht zu etablieren, dass ich Filmfan bin und irgendwann hat dann die Geschäftsführung gesagt, so, wir machen dir einen eigenen Filmbereich auf Gamona, den du dann auch leiten kannst. Und ich habe mich dann innerhalb von 2 Jahren hochgearbeitet vom unbezahlten Praktikanten zum leitenden Redakteur dieses Kinobereichs. Ich habe damals jemanden kennengelernt, den kennen vielleicht viele von euch, der Olli, der ist heute bei Dr. Freud, streamt da unter anderem. Der war damals mein erster Kollege, mit dem habe ich gemerkt, wir beide sind da auf einer Wellenlänge, wir würden nämlich gerne Videocontent machen. Und dieser Videocontent, das war damals, ne, es gab ein paar Spielemagazine, die haben was gemacht, wie die GameStar zum Beispiel und dann gab es auch schon Game One. Aber eigentlich gab es wenig Vergleichbares und deswegen, wir haben einfach mal ausprobiert und hatten dann später ein Format, das hieß Gamona Hotshots und war so ein Ding, da haben wir vor der Kamera gesessen, wie bei RTL. Ehrlich gesagt, wenn ich mir das heute so angucke, es ist super schlimm. 4-2, da kommt mir das Gruseln. Das ist nicht 4-2, das ist Killzone. Ja, aber sieht sehr ähnlich aus. Du hast schon recht. Killzone 2 und 4-2 sehen sich ähnlich. Beides tolle Shooter. Beides mit einer 2 hinten drin. Man merkt sehr deutlich, wir beide sind ganz grün hinter den Ohren. Ich habe damals noch gar nicht moderieren können. Ich hatte auch so ein Problem mit meiner Stimme. Wenn man anfängt und noch nicht so richtig weiß, wie man sich ausdrücken soll, dann klingt alles so monoton und wirklich langweilig. Und ja, das sind die ersten Videos. Diesen Monat ist es August, das heißt, es wird richtig heiß und zwar auch im Kino. Das beweisen die Filme, die wir euch jetzt zeigen. Was wir auch für einen Stuss erzählt haben. Es ist ganz häufig, haben wir gar keine Informationen rübergebracht und sehr drollig waren auch, wir haben immer so kleine Einspieler noch produziert. Also Sketche, die alle kacke waren. Mit all ihren Superhits! Warriors of the Steel! Warriors of the Steel! Steel of the Fighter of the Dragon! Steel of the Fighter of the Dragon! Mama, ich mag mein Reis nicht mehr! Ist dein Reis, Junge!
Verdammter Drecksbengel, du isst jetzt deinen Reis, verdammt, los, iss ihn auf, ich hab ihn mit so viel mehr gekocht, Mann, fick deine Mutter, du isst jetzt deinen Reis. Wollen ihre Kinder ihren Reis nicht mehr essen? Dann gibt es jetzt die Lösung für alle ihre Probleme am Mittagstisch. Reis of the Argonauts. In dieser Zeit sind viele Dinge passiert, die ich zum allerersten Mal gemacht habe. Mein allererstes Interview zum Beispiel habe ich damals geführt auf Englisch mit Guillermo del Toro. Ich war so nervös vor diesem Interview, weil ich noch nie ein Interview auf Englisch geführt hatte und habe mich natürlich direkt verhaspelt. Guillermo, it's a huge pleasure to have you here. I've seen the movie yesterday and I'm still completely stunned. Ja, es ist ein huge pleasure gewesen, ihn kennenzulernen. Aber dadurch, dass Guillermo del Toro ja auch kein Native Speaker ist, war es dann gar nicht so schlimm. Und ich habe über die Jahre alle möglichen Leute kennengelernt. Meine große Ikone aus meiner Jugend, Otto, hatte ich zum Beispiel vor der Kamera. Und viele, viele andere habe ich interviewen dürfen. Und wir waren damals schon auf den ersten Gamescoms, beziehungsweise damals hieß es noch Games Convention. Also in Leipzig haben wir da noch gedreht. Auch da muss man sagen, da sieht man sehr deutlich bei den ersten Messeberichten, ich konnte das noch nicht. Ich habe gar keine Ahnung, wovon ich da rede, beziehungsweise ich kann mich einfach noch nicht richtig ausdrücken. Man sieht auch schon im Wasser, das ist ja eine große Neuerung jetzt. Genau, das ist ein ganz neues Feature. Die Kämpfe und die Basisbauten verlagern sich jetzt sehr stark ins Wasser. Alle Gebäude, die man auch auf dem Land bauen kann, baut man jetzt auch im Wasser. Aber wir haben es gemacht und das war immer so was, was mich begleitet hat in dieser Karriere, dass ich mich bei allen Dingen immer irgendwie versucht habe zu trauen, weil ich dachte, wenn ich es nicht mache oder Angst vor etwas habe, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Und das geht ja dann irgendwie doch auch, wenn einem das Herz ganz häufig bis zur Brust schlägt. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich vor der Kamera ehrlich gesagt gar nicht so wohl. Vor Mikrofonen auch nicht wirklich, weil ich immer das Gefühl habe, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Dann sehen tausende Leute, dass ich ein Vollidiot bin. Und ja, ich glaube, man nennt das auch Imposter-Syndrom. Ich habe das manchmal sogar noch heute. Die Zeit bei Gamona ist dann aber irgendwann geendet aus unterschiedlichen Gründen. Das Schlimmste für mich war aber, als die Feststellung kam, Videocontent, das rechnet sich nicht. Und man muss sagen, damals, als das entschieden wurde, es war so Anfang 2010, da war YouTube noch nicht so weit. Wir hatten einen ersten viralen Hit damals mit einem Video, das hieß World of das schwarze Auge. Auch ein Sketch, den ich heute ganz, ganz schlimm finde. Fex, steh mir bei. Bei Fex, die Götter waren uns gnädig. Und der hatte damals, glaube ich, so 70.000 Klicks, was für die damalige Zeit echt krass gewesen ist. Aber das ließ sich nicht in Geld für unsere Chefs ummünzen. Weshalb dann irgendwann ja, diese Videoabteilung aufgelöst wurde. Olli wurde entlassen und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich hier eigentlich? Und bin dann auch gegangen. Ich habe dann zum Glück schnell einen neuen Arbeitgeber gefunden. Und dieser Arbeitgeber ist ein Verlag gewesen, die haben dann ganz schnell die Marke Giga gekauft. Und ich glaube, ganz viele kennen mich aus dieser Zeit noch am ehesten. Man muss sagen, Giga war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Das Fernsehprogramm, das gab es nicht mehr. Und die Webseite, die ist über Jahre einfach ja, vernachlässigt worden. Das heißt, wir haben da im Grunde eine halbtote Marke gekauft. Und das Einzige, was dann noch so ein bisschen war, war so diese Idee von dem, was Giga mal gewesen ist. Was für uns nicht einfach war, das sage ich ganz ehrlich. Wir haben das übernommen und man fühlte sich wie Nestbeschmutzer. So ging es mir zumindest immer. Aber wir haben auch da versucht, das Beste daraus zu machen. Wir haben versucht, gute Journalisten zu sein, gute Spieletests zu machen und haben auch da versucht, dann die ersten Videos zu machen. Und das ganz häufig auch so ne, unter widrigsten Umständen. Die ersten Videos, da hatten wir eine ganz billige Kamera und haben die auf so einen Pappkarton gestellt, weshalb die ersten Giga-Gameplays alle super müllig ausgesehen haben und ehrlich gesagt von der Qualität her auch ganz schön bitter sind. Willkommen beim Giga Gameplay zu Dirt 3. Ich bin Tom, das ist Tobi und der Zwiebackesser da ist David. Ja, wir müssen das hier, wir müssen unsere Mittagspause verbinden mit Zocken, deswegen... Wir müssen, ja. Ich kann mir diese Videos ehrlich gesagt nicht so wirklich angucken, weil man merkt die Entwicklung, die ich über die Jahre gemacht habe. Heute bin ich sehr viel sicherer vor Kameras und kann mich ganz anders ausdrücken. Damals war das nicht so. Und trotzdem gab es ganz viele Leute, die das gefeiert haben, die mich auch gefeiert haben. Das habe ich ehrlich gesagt immer nicht so ganz nachvollziehen können, aber irgendwie ja, bin ich so dieser Frontrunner bei Giga gewesen. Wir haben dann erste Erfolge gehabt. Ja, auf der ersten Gamescom, auf der wir waren, habe ich, weil ich aus meiner Zeit von Gamona noch Erik Range kannte, also Gronkh, der hatte nämlich in der Zwischenzeit bewiesen, dass man mit YouTube ja doch irgendwie Erfolg haben kann und dass man Geld damit machen kann zum Teil. Wir hatten ein Interview mit dem gemacht und es war das
erste Interview, glaube ich, das es mit ihm gegeben hat. Und das ist direkt durch die Decke gegangen. Das sind die Momente, in denen man sich selbst als Giga-Redakteur sehr klein fühlt. Ich habe eine Koryphäe neben mir, Gronkh. Und da war dann bei der Giga-Geschäftsführung dann auch klar, ah, mit Videos kann man ja doch irgendwie tatsächlich was erreichen. Und dann wurde das ein bisschen aufgestockt und wir durften uns ein bisschen mehr entwickeln und haben dann auch da viel probiert. Oh Mann, jetzt kommt er, mach die Tür auf, Mann. Ich geh nicht. Auf der anderen Seite. Ich drücke. Bin ich hier richtig? Hallo? Das war eine oft tolle Zeit. Ich habe es geliebt, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Und ich muss sagen, das vermisse ich bis heute. Ich sitze halt die ganze Zeit alleine hier, oft alleine in meiner Bude. Und ich vermisse das, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe das geliebt, früher in Mittagspausen mit den Jungs brainstormen zu gehen. Und dabei sind oft die besten Ideen rausgekommen, wie ich finde. Heute muss ich alle Ideen alleine haben. Und manchmal löst das einen Druck aus, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass er mich erdrücken könnte. Allerdings, alles schön war bei Giga auch nicht. Es war ein ständiger Struggle, mit der Geschäftsführung vor allen Dingen umzugehen, weil wir immer wieder dafür kämpfen mussten. Video-Content ist teuer gewesen, generell alles war teuer. Und deswegen war das ein stetiger Kampf. Ich habe mich ständig gezankt mit den Chefs. 3 Jahre bin ich da gewesen und mindestens 2 davon waren echt schwer und anstrengend und haben dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Und das Ende kam dann, ehrlich gesagt, sehr, sehr unschön. Ich habe mich dann sogar mit meinen Kollegen verstritten. Ich hatte mich auch in der Zeit bei Giga schwer verändert. Aber es gibt einen Podcast, den habe ich mit meinen ehemaligen Kollegen, wir haben uns nämlich später wieder zusammengefunden. Die machen heute ihr eigenes Projekt Hooked. Da bin ich immer mal wieder auch zu Gast bei den Jungs, weil wir uns immer noch sehr gerne haben. Aber wir brauchten ein paar Jahre, um uns wieder zusammenzufinden. Und da haben wir einen Podcast gemacht, wo wir das alles mal aufgearbeitet haben. Das hier ist Behind und ist jetzt mein eigener Kanal. Und dann, ja, dann fing das hier an. Ich muss sagen, ich war die ersten Monate völlig verwirrt. Ich habe gar nicht verstanden, was ich machen soll. Dieser Kanal ist auch sofort explodiert, auch dank einiger Leute, die mich damals gepusht haben, unter anderem LeFloid, dem ich sehr dankbar dafür damals war. Auch Mr. Trashpack hat danach geholfen. Plötzlich war ich riesengroß mit diesem Kanal und wusste gar nicht, was ich machen soll. Und das hat man, glaube ich, den Videos am Anfang angesehen, bei denen ich auch das Gefühl hatte, ich muss irgendwie dieses YouTube-Game spielen, aber richtig Spaß macht mir das eigentlich nicht. Und ehrlich gesagt verdiene ich auch gar nicht so viel Geld mit dem Kram. Ich habe dann ein Video gemacht namens Schluss damit, was damals total durch die Decke ging, weil ich, glaube ich, der erste YouTuber war, der gesagt hat so, nee, das, was auf YouTube passiert, das finde ich eigentlich scheiße, ich möchte was anderes machen. Was ehrlich gesagt so in der Retrospektive auch so ein bisschen quatschig gewesen ist. Heute mache ich ja zum Beispiel wieder ganz viele Formate und an Formaten ist gar nichts verkehrt, wenn man denn die richtigen Formate macht, die einem selber Spaß machen. Das war eher das Problem. Aber ich habe das damals immer ganz häufig so auf YouTube und auf die anderen Content Creator geschoben und das war definitiv falsch. Das würde ich heute so auch nicht mehr machen. Der Schritt, mein Content zu verändern, war der richtige, weil es war, ist dann auch guter Content bei rumgekommen. Meine Essays aus der damaligen Zeit sind richtig gut angekommen. Es war eine schöne Phase und ich bin dann ja auch mit Studio 71 in Verbindung gekommen. Darüber mit Fabian Siegesmund habe ich mehr gemacht. Mit dem habe ich Videos gemacht, für die ich sogar mit einem Preis ausgezeichnet wurde, wenn sich da noch Leute dran erinnern. David Hein, das erstaunliche Leben des Fabian Siegesmund. Kommt beide auf die Bühne, bring ihn mit. Und mein größtes Achievement hier, warte mal, ich zeige es euch, ganz am Rand, ja, auf dem Cover sogar, ja, ich habe die Bravo noch, David Hein war mal in der Bravo. Die Menschen war eine wahnsinnig coole Zeit, man muss sagen, das gab damals einen riesigen Push dadurch auch. Über die Jahre habe ich viele Projekte gemacht, wobei ich auch oft das Gefühl hatte, so ein bisschen rastlos zu sein. Ich war bei Nerdscope, ich habe ein RTL2-Format gemacht, ich habe für Amazon Prime auf deren Kanal moderiert. Ich glaube, die Hälfte weiß ich schon gar nicht mehr. Let's Play Together mit Fabian Siegesmund. Wir haben auf Bühnen gestanden. Mit Robin habe ich danach die Lesser-Schwestern gemacht. Und das ist eine Phase gewesen in meinem Leben, über die bin ich heute nicht mehr glücklich. Das war keine schöne Zeit, weil ich mich selbst auch dadurch verändert habe. Wir wollten eigentlich einen Podcast machen, wo wir über Influencer sprechen und auch viele unmoralische Dinge oder die Werbung, die da oft passiert. Aber daraus wurde dann etwas, wo man dann eigentlich von oben herab immer mit dem Finger auf andere gezeigt hat und sich selbst auf so ein
Podest gehoben hat, wo man den Anspruch in die Welt getragen hat, man sei besser als die anderen. Und das war ich ehrlich gesagt gar nicht. Und ich habe mich damals wahnsinnig viel auf Twitter zum Beispiel ständig in die Haare bekommen mit Leuten. Ich habe 2020 mal einen Stopp mir selbst verordnet und habe mich einfach mal um mich selbst gekümmert. Habe das jetzt 3 Jahre lang gemacht. Ich bin sehr viel glücklicher heutzutage. Und das merkt man, glaube ich, auch daran, dass ich dann irgendwann den Content umgestellt habe. Vor ein bisschen mehr als 2 Jahren habe ich angefangen, das hier zu machen. Ich mache jetzt Filmkritiken oder mache einen Kanal, der sich viel mit Filmen beschäftigt. Ich mache wieder regelmäßig Content und ich merke, ihr seid da. Und das finde ich krass. Ja, das muss man immer wieder dazu sagen. 10 Jahre mache ich das jetzt. Und in dieser Zeit habe ich viele, viele Leute kennengelernt, auch auf YouTube, die heute noch da sind. David ist hier, ich bin hier. Alle sind da. Das heißt, wir haben wieder mehr Zeit miteinander verbracht, als wir wollten. Ich glaube, die wichtigste Person ist heute Robert Hofmann, mit dem ich mittlerweile ein Projekt habe, auch einen Podcast. Der läuft jetzt auch schon. Im Winter sind es, glaube ich, 3 Jahre. Wahnsinn, dass wir das hinbekommen haben. Ich habe ein Video gefunden, da stehen wir, glaube ich, das erste Mal zusammen vor der Kamera. Und ich habe nicht mal geschafft, seinen Namen richtig auszusprechen. Robert Hofmann sagt, 11 von 10 Punkten gibt der Star Trek Into Darkness. Aber darf ich noch korrigieren? Robert Hofmann! Hofmann? Hofmann, oh Gott. Wir sind jetzt bei 131 Folgen und haben nicht vor, aufzuhören, weil ich merke, das hier ist jetzt das, was mir wirklich Spaß macht. Jetzt bin ich so ein bisschen angekommen, auch wenn ich mit 10 Jahren auf YouTube zum alten Eisen gehöre und davor ja auch schon viele andere Sachen gemacht habe. Aber ja, es ist eine wahnsinnige Zeit gewesen, wo viel passiert ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass da tatsächlich immer wieder Leute zu mir kommen und sagen, ey, wegen dir habe ich meine Filmleidenschaft wiedergefunden oder erstmals entdeckt. Ich gucke Filme heute anders. Und wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, jeder definiert Erfolg ja für sich anders. Und es gibt sicherlich die, die sagen, unter 2 Millionen Abonnenten bist du nicht oder unter so und so viel Euro, die du verdienst. Aber für mich war Erfolg immer das hier. Ja, dass der kleine Junge, der immer davon geträumt hat, sowas hier mal selber zu machen, sein eigenes Magazin rauszubringen, der verdient heute Geld damit und macht das jetzt schon eine ganze Weile und inspiriert andere und wird inspiriert von anderen. Heute bin ich einer der größten oder der größte deutsche Film-YouTuber, zumindest wenn man sich die Reichweite anguckt. Und das ist einfach kaum zu glauben. Deswegen muss ich da nochmal sagen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das noch machen werde, weil ehrlich gesagt, ne, ich bin jetzt 42 Jahre alt, langsam werde ich zum YouTube-Obi. Mal sehen, vielleicht kriegen wir nochmal 10 Jahre hin. Dann werde ich mich einfach nochmal hinsetzen und danke, dass ihr dabei wart bisher. Tschüss.